Glück auf, meine Kumpel Omalocha. Herzlich willkommen zur großen Schalke 04-Analyse. Wie kommen wir da unten raus? Was sind meine Lösungsansätze? Ich würde gerne so ein Konzept mal vorstellen, wie genau wir langfristig wieder nach oben kommen, wie wir diese Talfahrt nach unten beenden und wie da meine Gedanken zu sind. Ich kritisiere ja oft in meinen Videos, weil hier meiner Meinung nach einiges schief läuft, aber gebe da selten oder habe es zumindest in der Vergangenheit selten mal Vorschläge gebracht, wie man das verändern könnte. Und wenn, dann meistens nur, ja, setz mal auf den Trainer, guck mal auf die paar Spieler, die den verkaufen, den dafür holen, aber nicht wirklich ins Detail gegangen. Und das möchte ich jetzt in dieser Analyse mal machen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie denn der Ist-Zustand ist. Und zwar sind wir auf der finanziellen sowie sportlichen Seite sehr, sehr schlecht, stehen wir da. Und für mich, bevor wir die zwei Punkte angehen müssen, müssen wir zunächst mal die Ursache dieses Problems feststellen und dann da reagieren. Und für die Finanzen und sportliche Situation ist für mich vor allen Dingen die Führung für verantwortlich. Die ist ja in den letzten Jahren oder in der letzten Saison schon teilweise ausgetauscht worden. Meiner Meinung nach hat es die Sache noch ein bisschen verschlechtert, weil jetzt die Leute, die ausgetauscht worden sind, ersetzt worden sind von mehr oder weniger Leuten, die denselben Kurs fahren, aber mit weniger Autorität, sodass der Verein führungsloser wird, aber diese Marschroute, die man davor gefahren ist, einfach weiter fortsetzt. Und deswegen, bevor wir auf die finanzielle Situation, auf die sportliche Situation nochmal speziell eingehen werden, würde ich erstmal vorschlagen, bei der Führung anzusetzen. Und da sind einige Positionen für mich wichtig, dass wir diese ersetzen und dass wir da ja uns besser aufstellen, damit wir den Verein dann wirklich langfristig in bessere Fahrbahnen bringen können und dass wir da wieder sportlich erfolgreich werden und auch generell den Verein in der Außendarstellung und auch in der finanziellen Situation da gesünder aufstellen. Und das beginnt bei mir natürlich beim Aufsichtsratsvorsitzenden. Da möchte ich einen neuen Mann haben. Das ist ja aktuell der Buchter. Und der war ja sozusagen der zweite Mann von Tönnies, ist dann nach ihm dann auch direkt gewählt worden und konnte meiner Meinung nach oder hat in meiner Meinung nach nicht dafür sorgen können, dass diese Talfahrt gestoppt wird. Und ja, was ich sehr kritisiere am Aufsichtsratsvorsitzenden sowie am kompletten Aufsichtsrat, ist dieser mangelnde Hintergrund aus der Fußballbranche. Also da haben wir weder Funktionäre, die mal da tätig gewesen sind drinne, noch ehemalige Spieler, ehemalige Fußballspieler oder Trainer. Und das ist einfach, da fehlt mir so die sportliche und so Kompetenz. Und das merkt man auch immer wieder bei den ganzen Entscheidungen, die da getroffen werden. Und ich würde deswegen nicht nur den Aufsichtsratsvorsitzenden, sondern auch den kompletten Aufsichtsrat neu aufstellen oder teilweise neu aufstellen. Einige müssen ja sogar neu gewählt werden, einige sind sogar über und andere sind bis 2021 in ihren Posten. Und dann wird ja auch hoffentlich mal eine neue Mitgliederversammlung stattfinden. Also bei der nächsten Versammlung werden einige Funktionäre zur Wahl gestellt. Und ich würde mir wünschen, dass wir beim Aufsichtsratsvorsitzenden jemanden haben, der aus der Fußballbranche kommt und dass wir den Aufsichtsrat so aufstellen, dass das, wir haben ja da insgesamt 11 Leute, dass wir 6 Leute aus dem Fußballbereich damit reinnehmen, dass da so eine Mehrheit an Fußballkompetenz drin ist. Das heißt ja nicht zwangsläufig, dass die Leute dann keine Ahnung von Wirtschaft oder sowas haben oder vom Management. Gibt ja auch ehemalige Spieler von uns, die dann auch im Management oder im Trainerbereich dann gearbeitet haben. Also es muss ja nicht nur plump ein alter Spieler sein, sondern kann auch wirklich dann auch mit alten Spielern
oder generell Fußball, Leute aus der Fußballbranche, die da eine gewisse Expertise in einem Teilbereich haben. Und dann die anderen fünf dann wirklich mit Experten aus der Wirtschaft, aus dem Recht vielleicht oder aus dem Marketing, dass man da nochmal weitere Kompetenzen mit reinholt, mit wirklichen Experten. Und für mich wird sich das dann wie folgt aufstellen. Ich habe hier einige Kandidaten, die so als Sportler, als ehemalige Spieler, als Funktionäre in Frage kommen. Das sind, ich kann die Liste mal durchgehen, Thomas Waldoch, Olaf Thon, Huub Stevens, Marc Wilmots, Ebbe Sand, Jiří Němeč, Marcelo Bordon, Gerald Asamoah, Raúl, Mike Büskens, Jens Lehmann, Andreas Müller, Thomas Linke, Schober, Max, Reck, Kmetsch, Böhme, Altintop, Kristajic, Ernst, Kurani, Westermann, Jones, Hövedes und Sapai. Da sind so Spieler, ehemalige Spieler, Funktionäre, wo ich es bei manchen mehr, bei manchen weniger da mir so eine Rolle vorstellen könnte. Zum Beispiel einige sind auch eher unrealistisch. Das wäre zum Beispiel Raúl. Der ist, glaube ich, zu sehr bei Real Madrid gerade drin. Andere Leute haben gerade eine Stelle bei uns und leisten da gute Arbeit. Da weiß ich auch nicht, ob ich die davon befreien würde. Und andere, wie zum Beispiel auch Jens Lehmann, sind gerade im Gespräch bei einem anderen Verein. Ich glaube, Hertha BSC soll er da im Aufsichtsrat reinrutschen. Finde ich persönlich schade. Da merkt man, andere Vereine, wo der Spieler nicht mal gespielt hat, die bedienen sich sozusagen in unserem Pool von ehemaligen Spielern und sehen da diese sportliche Lücke in der Kompetenz und wollen die dann mit Spielern, ehemaligen Spielern von uns schließen, wo wir noch nicht mal auf den Gedanken kommen, einen von diesen einzubinden. Und das finde ich halt schade. Und deswegen würde ich dir gerne mal meine Leute vorstellen. Ich habe mir so ein Modell überlegt, wie zum Beispiel Stuttgart mit dem Hitzelsberger als sozusagen Vereinschef oder jetzt auch beim HSV mit dem Jansen, habe ich mir vorgestellt, dass der Hövedes da die Rolle des neuen Aufsichtsratsvorsitzenden einnehmen könnte. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr intelligenter Mensch und ich glaube, dass das eine gute Stelle für ihn sein kann, wo er auch wachsen kann. Und ich denke aber trotzdem, dass er schon als ehemaliger Weltmeister, jahrelanger Kapitän von Schalke, sehr, sehr guter Typ, der mit Medien kann. Also der war immer in den Interviews, ehemaliger Pokalsieger, hat international gespielt bei Juventus, bei Moskau, auf Schalke. Also der hat im DFB hat der zweistellig Länderspiele gemacht, also auch ein großes Netzwerk, kennt sehr, sehr viele Leute und ist halt wie gesagt auch ein intelligentes Bürschchen. Von daher kann ich mir vorstellen, dass er da in diese Rolle reinwachsen kann und das ähnlich wie so ein Hitzelsberger oder ein Jansen in anderen Vereinen ausüben kann. Und dann würde ich halt wie gesagt noch fünf weitere Leute aus der Fußballbranche dazu nehmen. Das wäre für mich Huub Stevens, weil ich glaube, dass er sehr, sehr viel geleistet hat, dass er ja auch sehr, sehr nah bei der Mannschaft in den letzten Jahren gewesen ist, dadurch, dass er zweimal Trainer gewesen ist und auch aufgrund seines Alters. Ich möchte da nicht nur junge Leute haben wie ein Hövedes, ich möchte von allem sozusagen das Beste nehmen, dass jeder mit seiner Meinung da helfen kann. Und Huub Stevens ist halt jemand, der hat jetzt 40 oder 50 Jahre lang Fußball miterlebt und war in dem Geschäft tätig. Von daher ist er, glaube ich, da der perfekte Mann für, um da auch die gewisse Erfahrung mit reinzunehmen. Dann würde ich mir da Andreas Müller wünschen, weil er hier auch schon mal Manager war und auch generell in verschiedenen Vereinen schon gearbeitet hat, eventuell auch ein gutes Netzwerk hat und da ein paar Zusammenhänge sehr gut verstehen kann. Wilmots würde ich auch gerne sehen. Ist ja auch einer, der jetzt schon ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, sei es jetzt in Belgien oder bei uns als Trainerposition. Hat jetzt auch bei Iran gearbeitet und ich glaube bei noch einer Nation war der Elfenbeinküste, glaube ich, war er beschäftigt. Von daher hat er auch schon sehr, sehr viel gesehen in der Fußballwelt, hat da sportlich eine Meinung zu verschiedenen Dingen und kann die da auch kundtun. Und als ehemaliger Eurofighter ist er auch und jahrelanger belgischer Nationalspieler ist er da auch
ja eine sehr wichtige Persönlichkeit oder eine sehr bekannte Persönlichkeit, die wir da dazu nehmen können. Hans Sapai würde ich mir auch wünschen als nächsten. Ich glaube, er wäre auch vor allen Dingen auch Thema Rassismus ganz gut, dass wir da uns dann mit jemanden wie Sapai oder Asamoah, dass wir uns da richtig positionieren, diesen Verein von diesem Gedankengut freimachen, wo ja in letzter Zeit sehr, sehr viel bei uns zu dem Thema gekommen ist. Ich möchte ihn da aber auch nicht nur auf das hier reduzieren, ist aber in den letzten Jahren auch gerade so in der TV-Welt eine Erscheinung gewesen. Immer aber ein recht kompetenter Typ, hat nicht die große Schalke-Vergangenheit, aber hat auch noch die guten Zeiten von Schalke miterlebt. Und ich glaube, will sich sowieso will sowieso hier irgendwie sich da zur Wahl stellen. Und ich glaube, wenn er dann auch noch wirklich diesen Wunsch hat, da sich aufstellen zu lassen und da wirklich mit Herzblut dabei ist, ist das, glaube ich, auch eine gute Möglichkeit, da jemanden noch dazu zu holen. Und ähnlich wie bei Wilmots würde ich mir auch Kristajic wünschen, der nochmal eine andere Generation ist, ein bisschen vor Höwedes, der auch gute Zeiten auf Schalke erlebt hat, der hier jahrelang Innenverteidiger war, der auch schon Nationaltrainer in Serbien gewesen ist und da auch nochmal weitere Kompetenzen mitbringt als Trainer. Und ich würde sagen, das wäre ein sehr, sehr gut aufgestellter, bunter Aufsichtsrat mit sehr, sehr viel Expertise. Und wie gesagt, die fünf anderen Stellen würde ich persönlich dann mit Experten aus jeweiligen Bereichen auffüllen. Sei es jetzt aus Marketing, sei es jetzt auch von der Fans, da einer aus dem Fanclubverband, der da auch für die Fans im Aufsichtsrat dann eine Stimme hat. Dann einer aus der Finanzwelt, der sich nur mit Zahlen auskennt. Und einer fürs Rechts, ein Jurist, der da auch solche Dinge da zur Seite stehen kann, wenn da mal Bedarf ist. Und dann würde ich sagen, wären wir, und vielleicht noch ein Politiker, dann hätten wir 5 Leute, 6-5, dann wären wir da, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt im Aufsichtsrat und könnte ich mir wirklich so vorstellen. Was für mich auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass ein neuer Ehrenrat gewählt wird, weil der Ehrenrat hat in meiner Meinung nach keinen guten Job gemacht, auch bei der Tönnies-Debatte. Und das ist zwangsläufig, dass man den dann austauschen muss, weil dieser Ehrenrat seine Aufgabe verfehlt hat. Wäre auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und was jetzt kommt, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, und zwar ein neuer Vorstandssport. Und da muss man sagen, der aktuelle Vorstandssport ist eigentlich mit hauptverantwortlich, dass wir da sind, wo wir aktuell stehen, weil er halt diese ganzen Entscheidungen dann letztendlich auch getroffen hat im sportlichen Sinne. Und das ist zwangsläufig, dass wir da einen neuen Mann finden müssen. Und für mich die Ideallösung wäre Runert, weil er schafft es halt, und da kommen wir auch später hin, aus wenig Möglichkeiten das Maximum rauszuholen. Wie wir das schaffen könnten, erkläre ich später, ist aber dann jemand, der das definitiv jetzt hinbekommen hat und der vor allen Dingen auch Jugendspieler sehr gut entwickeln kann und da auch im Jugendbereich die Vereine oder zumindest bei uns sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, was wir jetzt aktuell nicht mehr so haben, so eine gute Jugendarbeit. Und dass wir da wieder hinkommen, da wäre so ein Mann wirklich Gold wert. Und sein Vertrag läuft aus im Sommer, deswegen kann man ihn entweder im Sommer verpflichten oder sogar vielleicht im Winter. Je nachdem muss man dann eventuell mit einer Übergangslösung arbeiten. Dazu komme ich auch später, weil ich habe auch auf der Trainerposition auch eine Übergangslösung. Wir haben jetzt aber auch im Aufsichtsrat dafür dann die passenden Leute. Deswegen so ein Aufsichtsrat, wo zum Beispiel ein Andreas Müller für eine kurze Zeit dann auch den Vorstand Sport einnehmen kann. Und das ist halt auch wichtig, ähnlich wie der Huub Stevens das jetzt gerade macht als Trainer. Wenn du da im Aufsichtsrat Leute hast, die davon auch wirklich Ahnung haben vom Tagesgeschäft,
dann hast du da immer hinten dran jemand in der Reserve, aber auch vor allen Dingen Leute, die die ganze Sache auch besser einschätzen können, weil die halt aus diesem Bereich kommen und dann können die auch diese Aufsicht geben. Dafür ist ja der Aufsichtsrat da. Wenn die Leute aber keine Ahnung haben vom Tagesgeschäft eines Managers, können die ja gar nicht bewerten, ob der gute Arbeit leistet oder nicht. Von daher hat das mehrere Vorteile, wenn man diese Position dann mit solchen Leuten ausfüllt. Deswegen der Runert bei mir Übergangslösung eventuell jemanden finden, der dann auch im Aufsichtsrat stattfinden könnte. Zum Beispiel Andreas Müller. Genau, das wäre dann die Führung, die sich dann so zusammenstellt. Wir hätten den Hövedes als Vorsitzenden. Wir hätten einen Aufsichtsrat mit Hüb Stevens, Andreas Müller, Wilmots, Sapai, Kristajic und dann als neuen Vorstandssport hätten wir den Runert. Und das wäre sozusagen dann unsere Führung plus dann noch weitere Experten aus dem Bereich Jura, aus dem Bereich Marketing, aus dem Bereich Wirtschaft, aus dem Bereich Politik, aus dem Bereich Fankultur. Und dann hättest du da wirklich eine gute Mischung im Aufsichtsrat, die dann auch zumindest viele Interessen abdeckt und wo dann auch wirklich für jede Situation dann ein passender Mann zu finden ist und dann wirklich auch vor allen Dingen im sportlichen Sinne da mehr Kompetenz einfach drinne herrscht. Dann müssen wir natürlich versuchen, die finanzielle Situation in den Griff zu kriegen und die ist ja wirklich sehr, sehr heikel, gerade jetzt auch, weil die ganzen Stadien leer sind, die Einnahmequelle fehlt. Und man muss einfach sagen, wir haben jetzt einen extrem hohen Schuldenberg. Es kommen jetzt auch Kredite, die wir bezahlen müssen in kurzer Zeit. Also die Verbindlichkeiten sind nicht alle langfristig. Wir müssen bald liquide Mittel irgendwie herbeirufen, sei es durch neue Kredite, durch eine Fananleihe, durch eine Ausgliederung oder durch Spielerverkäufe. Irgendwie brauchen wir bald flüssige Mittel. Das steht auf jeden Fall fest. Und in der finanziellen Situation würde ich den Weg einfach fahren, dass man jetzt konsequent die Kosten senkt. Und das fängt natürlich an bei Spielergehältern. Ich meine, der Verein macht das ja bereits, dass man da eine Gehaltsgrenze festgelegt hat. Aber das muss man konsequent auch durchziehen mit den Spielern, die bereits im Kader sind. Dass man diese versucht jetzt abzugeben und dann durch günstigere Spieler ersetzt. Dann neben den Kosten senken natürlich auch eine Schuldenbremse. Das heißt, man muss versuchen, schwarze Zahlen zu bekommen und nicht mehr investieren, als da ist. Und dann natürlich als letzte Option wirklich eine Ausgliederung. Ich habe jetzt aber gelesen, ich glaube, das war in der Ruhr 24 oder war das die Watz? Ich glaube, das war die Watz. Da wurde berichtet, dass man selbst beim Abstiegsfall noch die Lizenz kriegen würde und dass man da eigentlich relativ gut aufgestellt ist. Von daher würde ich die letzte Option Ausgliederung sowieso erst machen, wenn man da sportlich wieder in gesicherten Bereichen ist und auch wenn sich diese ganze Führung, die ich jetzt hier zusammengestellt habe, wenn die sich dann wirklich bewiesen hat und wenn die vielleicht 2 oder 3 Jahre erfolgreich gearbeitet hat, dann kann man so eine Ausgliederung nochmal als Hebel dazu nehmen, um eventuell dann auch die Schulden abzubauen, dass man dann ja viel mehr Spielraum hat. Ich würde dann natürlich so eine Genossenschaft bevorzugen, dass man da auch jeden mitnimmt und das passt auch meiner Meinung nach gut zu Schalke. Jetzt aktuell mit der Führung, die da aktuell da ist, würde ich keine Ausgliederung zustimmen, höchstens um nochmal die Existenz des Vereins zu retten. So, das sind so die Dinge, die ich machen würde. Schuldenstand aktuell wird so spekuliert auf 250 Millionen. Einige sagen eventuell 300 Millionen bis zum Sommer. Da muss man auf jeden Fall versuchen, irgendwie schnellstmöglich oder mittelfristig auf die unter 200 zu kommen. Selbst das ist natürlich sehr, sehr viel. Aber gerade auch, wenn es in die zweite Liga runtergeht, dass man da dass man da nicht zu hoch sich verschuldet. Vor allen Dingen, du kriegst ja dann, wenn du dich zu hoch verschuldet, auch schwerer Kredite, beziehungsweise haben die dann einen höheren Zinssatz, weil man halt auch da Risiko läuft, dass man die irgendwann nicht zahlen kann, weil die Schulden halt wirklich zu hoch sind. Genau, da würde ich halt versuchen, schnellstmöglich dann auch die Schulden abzubauen.
So, jetzt im sportlichen Sinn, das ist jetzt, glaube ich, das Interessanteste. Grundsätzlich würde ich eine Spielphilosophie entwickeln, weil Schalke 04 steht seit Jahren für keine wirkliche Spielphilosophie. Also selbst wenn, fangen wir an, jetzt gehen wir mal, die letzte Spielphilosophie war für mich Ralf Rangnick unter Held damals. Seitdem jeder Trainer, der gekommen ist, stand mehr oder weniger für kaum eine Spielphilosophie. Ich fand, wenn ich die Trainer jetzt nochmal durchgehe, fand ich, Tedesco stand noch für eine Spielphilosophie, zumindest in seinem ersten Jahr. Im zweiten Jahr hat er was versucht, was er nicht schafft und was die Mannschaft dann auch nicht geschafft hat. Und Wagner stand auch in der ersten Halbserie für eine Spielphilosophie. Selbst ein Tedesco und Wagner, die wirklich für eine Art Fußball gestanden haben, haben diesen aber dann innerhalb ihrer Amtszeit, innerhalb ihres Trainerdaseins auf Schalke dann nochmal umgeändert. Und man muss halt wirklich konsequent eine Linie fahren, um ein Projekt langfristig weiterzuentwickeln. Und man muss auch Trainer finden, die zur Spielphilosophie passen. Und damit dann auch die Mannschaft zusammenstellen, wirklich eine Spielphilosophie vorgeben und dann die Mannschaft dementsprechend zusammenstellen, dementsprechend die Trainer zusammenstellen, die zur Spielphilosophie passen und nicht einen Trainer holen, dann für den Trainer, für seine Spielphilosophie die Mannschaft zusammenzukaufen und dann, wenn dann der nächste Trainer ausgewechselt wird, muss er dann mit der Spielphilosophie und mit dem Spielermaterial vom letzten Trainer arbeiten, der aber wieder eine andere Spielphilosophie hat und dann versucht man vielleicht noch ein paar Spieler zu verkaufen, verkauft dann 5 Stück und der restliche Kader ist dann zusammengestellt für den letzten Trainer. Und je öfter du sowas dann machst, am Ende hat dann jeder Trainer 5 Spieler, die zu dem passen und der Rest wurde von einigen anderen Trainern zusammengestellt mit jeweils anderen Spielphilosophien und anderen Systemen und deswegen scheitert sowas. Deswegen würde ich die Spielphilosophie von Anfang an festlegen, dann zur Spielphilosophie die Mannschaft zusammenzustellen und dann einen Trainer dazu zu holen, der diese Mannschaft dann trainiert. Und nicht ein Trainer, der sich Spieler wünscht und der dann ausgetauscht wird und dann kommt erst die Spielphilosophie. Nein, erst die Spielphilosophie, dann die Mannschaft, dann den Trainer. Und zwar in dieser Reihenfolge. Klar kann der Trainer dann einen Wunsch haben, möchte ich lieber Spieler A, Spieler B, Spieler C haben, aber Spieler A, Spieler B, Spieler C müssen zur Spielphilosophie und zum Mannschaftssystem passen. Und dementsprechend ist dann der Einfluss des Sportvorstandes und des Sportdirektors ist dann wirklich für die Mannschaft da, die Mannschaft zusammenzustellen. Da haben die auch das letzte Wort. Und der Trainer kann da Wünsche äußern, aber mehr auch nicht. Der kann jetzt sich nicht, kann auch nicht wirklich die Spielphilosophie beeinflussen. Klar kann er taktisch auf den Gegner Anpassungen vornehmen. Also der ist dann da nicht so steif und muss permanent das gleiche Spielsystem mit derselben Taktik spielen. Aber grundsätzlich die Marschroute muss gegeben sein. Und man erkennt das ja auch bei erfolgreichen Mannschaften. Ich habe das zum Beispiel hier Leipzig, Atletico als Beispiel, Juventus Turin über Jahre, die spielen halt immer, oder Barcelona zur besten Zeit mittlerweile ja nicht mehr. Die haben ja halt wirklich eine Spielphilosophie gelebt und Barca vor allen Dingen jetzt, um die mal zu nennen, haben ja über Jahre lang dann den Fußball geprägt, weil die halt immer wieder dann diese Spielphilosophie gefahren sind. Und das ist wirklich eine Sache, wenn du auf die erfolgreichen Mannschaften guckst, dann erkennst du das immer wieder. Und ich würde mich jetzt bei Schalke 04, weil ich jetzt auch den Trainer wieder zurückholen würde, Tedesco, ich habe den ja am Anfang kritisiert, weil er da die Spielphilosophie gewechselt hat. Ich denke aber, der würde sehr, sehr gut passen, wenn er so eine ähnliche Spielphilosophie wie Atletico Madrid machen würde. Und ich glaube, das ist so eine gute Möglichkeit, wie wir uns in der Bundesliga positionieren können und wie wir da langfristig Erfolg haben können. Ich glaube, so ein Atletico-Spielstil passt sehr, sehr gut zu Schalke, weil da diese Aggressivität und dieses männliche Spiel, also wirklich, da sind 11 Männer, die mit allem, was sie haben, verteidigen, die da wirklich sehr, sehr aggressiv sind, so als Basis, als Grundwerte. Man sagt ja immer Malocha, wovon ich trotzdem auch nicht so viel halte, aber diese Aggressivität und diese Verteidigung, sich aufopfern, diese grundsätzliche Laufbereitschaft, diese
Geschlossenheit der Mannschaft von Atletico wird sehr, sehr gut zu Schalke passen. Und das ist ja nur der erste Schritt, den Atletico macht, wirklich so defensiv zu spielen und so aggressiv zu spielen. Im zweiten Schritt können die ja auch kombinieren und spielen auch sehr, sehr schönen Fußball. Und das ist halt dann auch eine Entwicklung, die du dann mit der Mannschaft gehen musst. Am Anfang, wenn du die entwickelst, ähnlich wie Tedescos erste Saison, Fokus auf Defensive legen, Fokus auf Pressing legen und dann darauf aufzubauen und dann da den weiteren Schritt zu gehen, aber nicht mehr von diesem Spielsystem, den Tedesco damals gefahren hat, zu einem komplett anderen, wo du dann einen Rudi holst, der dann auf einmal Ballbesitzfußball par excellence bei uns spielen soll, wo die anderen 9 oder 10 Spieler komplett andere Gedanken im Kopf haben, eine komplett andere Spielweise und Idee noch aus dem letzten Jahr kennen. Von daher, ich glaube, in Tedesco wurde das auch so ein bisschen nahegelegt, das anzupassen. Ich glaube, vor allen Dingen, weil er jetzt auch bei Spartak Moskau wieder sein altes System gespielt hat, ich glaube, dass er mit so einem System, wenn er das noch ein bisschen überarbeitet, wieder sehr, sehr erfolgreich sein kann auf Schalke. Und wenn man ihn da wirklich machen lässt und wo man sich dann wirklich einigt, dass man diese Spielphilosophie, dann, die man festlegt, dann auch in Zukunft spielen wird. Wie gesagt, sehr an Atletico angelehnt. Und wichtig ist dann, dass du dementsprechend die Mannschaft zusammenstellst. Wichtig ist aber auch, dass du den Jugendbereich dementsprechend aufstellst. Und was mir sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man die Scouting-Abteilung verbessert. Weil das ist ein weiterer Punkt, der jetzt auch für die Finanzen nochmal sehr, sehr wichtig sein wird. Scouting und Finanzen ist meiner Meinung nach für die finanzielle Situation des Vereins sehr, sehr ähnlich wichtig. Weil durch das Scouting, wenn du die Spieler bekommst, die andere Vereine nicht finden oder noch nicht gefunden haben, wenn du deinem Scouting immer einen Schritt zuerst bist und Spieler besser beurteilen kannst als andere Mannschaften, dann hast du die Möglichkeit, aus weniger Wert mehr Wert zu machen. Bestes Beispiel zum Beispiel Union Berlin. Es gibt verschiedene Arten vom Scouting. Union Berlin fährt die Schiene, die holen Spieler, die für manche Leute vielleicht gescheitert sind, die erkennen aber den sportlichen Wert bei den Spielern und die sehen diesen Wert, dass der höher ist, wie andere Vereine den bewerten. Deswegen kriegen die immer sehr, sehr gute Spieler, die vielleicht für den einen oder anderen schon am Ende der Karriere sind. Bestes Beispiel Kruse. Ich glaube, die haben auch Subotic geholt, um ein paar Spieler zu nennen. Für einige Vereine sind diese Spieler, sind die überm Zenit und können keine Leistung mehr bringen. Deswegen sind die auch so günstig. Deswegen kriegt ein Verein wie Union diese Spieler, die ja eigentlich einen großen Namen haben. Und letztendlich sind die dann auch wirklich besser, als dass die von den Medien und von der Außendarstellung gemacht werden. Und Union Berlin profitiert dann im sportlichen Sinne von solchen Spielern. Plus, jetzt kommen wir zum Zweiten, die holen ja auch sehr, sehr unbekannte Spieler, die bei einigen Vereinen zum Beispiel ja nicht wirklich gebraucht werden, wo die aber schon den sportlichen Wert gesehen haben. Bestes Beispiel bei uns, Friedrich hat sich bei uns nicht durchgesetzt, hat man wahrscheinlich auch nicht die Chance gegeben, über Augsburg dann zur Union gelandet. Bei Augsburg, ich glaube, Augsburg hat noch 2 Millionen für den bezahlt und Union hat den dann nochmal für 1 Million günstiger bekommen. Und jetzt hat der halb so viele Tore geschossen wie unser kompletter Kader als Innenverteidiger. Und andere Beispiele sind zum Beispiel Vereine wie Salzburg oder Leipzig. Ich würde eher Salzburg sagen, weil Salzburg findet die Spieler noch, wenn die extrem jung sind und wenn die noch keiner kennt. Und Leipzig holt die dann von Salzburg dann rüber, mehr oder weniger. Leipzig holt natürlich auch einige junge Spieler, die man vielleicht noch nicht so kennt, noch nicht so auf der Rechnung hat. Und diesen Weg, wenn man den dann konsequent durchzieht und wenn man da erfolgreich im Scouting ist, dann schafft man halt Werte. Ich meine, der Upamecano, ich weiß nicht, für wie viel der damals gewechselt ist, ich glaube nicht für mehr als 10 Millionen, ist jetzt 70 Millionen wert und du kannst ja die ganze Mannschaft durchgehen. Da haben die für die Spieler, mittlerweile bezahlen die vielleicht auch zweistellige Summen, aber ganz am Anfang selten und die Spieler sind ja mehr als zweistellige Summen wert, also keine dreistelligen Summe, vielleicht der ein oder andere, aber insgesamt sind die mehr wert als 10 Millionen, sondern die sind jetzt alle bei 50 Millionen oder so. Und sagen wir mal, wir hätten 4 von diesen Spielern wie Upamecano geholt, hätten wir jetzt 200 Millionen
die wir direkt, oder Spieler im Wert von 200 Millionen, die wir direkt einlösen könnten, wenn wir die verkaufen würden. Und dann hätten wir diesen Schuldenproblem ja gar nicht. Deswegen ist das Scouting für die Werterschaffung, für die Mannschaft, den Mannschaftswert zu steigern, extrem wichtig. Und da müssen wir mehr Fokus drauf legen und besser arbeiten. Und zu guter Letzt, auch im sportlichen Sinne, was wir aber auch machen, ist das Vereinsgelände. Da waren wir einfach über Jahre, sind wir da den anderen Vereinen, ja, waren wir da zurück und sind gerade dabei, da ein hochprofessionelles, modernes Trainingszentrum aufzubauen. Und das muss man einfach vervollständigen. Und dann ist man meiner Meinung nach sportlich sehr gut aufgestellt. So, und jetzt würde ich natürlich auch den aktuellen Kader besprechen, was man jetzt noch kurzfristig alles machen könnte, dass wir da auch dieses Geld einsparen können und was man für Ideen haben könnte, um Geld zu bekommen und Geld klug zu investieren. Ich habe jetzt hier so eine kleine Kaderplanung. Ich habe jetzt hier ein paar Spieler genannt, die ich im Kader behalten möchte, ein paar, die ich im Winter verlängern möchte, ein paar, die ich im Winter verkaufen möchte. Genau, was im Sommer passiert, das können wir dann in einem neuen Video dann mal machen. Aber so grundsätzlich, dass man dann ab Sommer sehr gut aufgestellt wäre. So, fangen wir an mit den Spielern, die im Kader bleiben sollten. Das wäre für mich Frederik Renault. Ganz einfach, der ist ausgeliehen, den kriegst du auch nicht weg. Dasselbe gilt für Kilian Ludewig, auch ausgeliehen. Der muss im Kader bleiben. Höchstens kannst du die Leihe auflösen. Hat für mich aber auch bei beiden Spielern nicht besonders viel Sinn. Wenn, dann Ludewig, aber dann muss er auch erstmal wieder die Spieler finden. Langer meiner Meinung nach einen guten Job gemacht als dritter Torhüter und der würde bei mir sogar ein Torwart Nummer 2 werden. Dann Malik Schau, definitiv sehr guter Spieler oder ein sehr, sehr gutes Talent, der auch eventuell für die zweite Liga sehr, sehr wertvoll sein könnte. Den würde ich auch behalten. Pacienza gilt dasselbe wie für Rönne und Ludewig. Kutucu, auch ein junger Spieler, gutes Talent, der sehr, sehr wenig Gehalt kosten wird. Genauso wie Bostogan, Mercan, Canalolu würde ich im Kader behalten, um da die Linksverteidigerposition zu schließen. Bujelab bleibt bei mir im Kader. Stambouli, er hat den Vertrag günstig verlängert und man braucht auch gewisse Erfahrung im Kader. Hätte er sich jetzt in den letzten Spielen nicht gefangen, dann wäre ich wahrscheinlich bei ihm auch bei einem Verkauf gewesen. Aber so grundsätzlich, auch wie er sich in den letzten Spielen präsentiert hat, finde ich schon, dass man mit ihm zumindest mal bis im Sommer gucken kann. Rahman ist für mich ein Spieler, den ich im Kader behalten möchte. Auch weil Rahman erstmal einen Vertrag für die zweite Liga hat. Und das ist gerade auch bei den Abgängen, die gleich kommen werden, auch ein Faktor. Weil ich gehört habe, dass einige Spieler ablösefrei im Sommer gehen können und da würde ich halt zuvor kommen, um damit noch ein bisschen Geld zu verdienen. Und Becker und Hoppe würde ich auch behalten, so als Alternativspieler, die zwischen zweite und erste Mannschaft wechseln können. Dann verlängern würde ich im Winter mit Sané und Mascarell, wird da den Vertrag auch für die zweite Liga anpassen. Ich glaube, das sind noch eine der wenigen Spieler, die diesen Weg mit uns mitgehen würden und die aber auch von der Qualität her da, ja, wo ich auch hinterstehen würde, dass sie uns weiterhelfen in der ersten oder zweiten Liga. Und jetzt kommen wir dann zu den Verkäufen. Das wäre Ralf Fährmann. Fährmann ist für mich jemand, der zu viel verdient und auch gerade wenn es in die zweite Liga geht, hat er noch Vertrag und ist meiner Meinung nach viel, viel zu teuer für die zweite Liga. Ozan Kabak würde ich auf jeden Fall jetzt verkaufen, um da nochmal Geld zu bekommen, um das dann eventuell investieren zu können in andere Spieler. Nastasic ist so eine Sache, der hat, glaube ich, keinen Vertrag für die zweite Liga. Und ich glaube, auch er hat einen Markt in Italien, wo man ihn verkaufen könnte. Hamza Mendil würde ich so schnell wie möglich verkaufen, aus sportlichen Gründen. Das Gleiche gilt für Bastian Otschipka. Suat Serda hat auch keinen Vertrag, glaube ich, für die zweite Liga. Und er ist einer unserer teuersten Spieler, von daher würde ich ihn auch verkaufen, um da einfach Geld zu bekommen, was man eventuell dann nicht mehr bekommt im Sommer. Plus, der hat auch einen Vertrag, den er nicht verlängern möchte. Von solchen Spielern würde ich mich generell trennen. Vedat Ibisevic ist ja der Vertrag schon aufgelöst, beziehungsweise wird im Winter dann aufgelöst. Rabi Matondo, er hat für mich nicht diese Leistung gebracht, die es verdient hat, ihn weiter hier spielen lassen zu
zu können. Plus er hat einen gewissen Markt, gerade auf der Insel. Und wenn du jetzt nochmal so eine ähnliche Summe bekommst wie damals, würde ich das sofort machen. Auch bei einer kleineren Summe würde ich das definitiv machen, um da nochmal das ein oder andere Millionchen zu bekommen, um die in den Kader reinzustecken. Steven Skripski ist für mich auch ein Spieler, den man zwar mit in die zweite Liga nehmen könnte, der auch nicht zu viel verdient, aber für mich keinerlei Entwicklungspotenzial mehr beherrscht. Und deswegen würde ich mich auch von ihm trennen, weil er keiner ist, der sich im Marktwert steigern kann. Und das ist, habe ich ja vorher angesprochen, gerade da müssen wir versuchen, mehr Werte zu schaffen. Und bei ihm sehe ich das nicht. Plus in der Bundesliga ist er kein Spieler, der uns da großartig weiterhilft. Nabil Bentaleb auch versuchen, irgendwie zu verkaufen. Ich bin froh, wenn das Kapitel vorbei ist. Schöpf würde ich auch verkaufen, zumal er keinen Vertrag hat. Ab nächster Saison würde ich versuchen, jetzt im Winter noch die ein oder andere Million zu bekommen. Und ja, schon allein aus dem Grund, sportlich ist er auch zu verkraften. Harit, wenn du da auch eine zweistellige Summe bekommst, auch sofort verkaufen. Er hat, glaube ich, Vertrag für die zweite Liga, aber das würde, glaube ich, sowieso nur Theater geben mit ihm in der zweiten Liga. Deswegen würde ich da auch versuchen, ihn schnellstmöglich zu verkaufen. Marc Uth ist vielleicht auch so ein Spieler, den man eventuell versuchen könnte zu verlängern. Aber Marc Uth ist auch ein Spieler, wo der Vertrag im Sommer, dann wenn es in die zweite Liga geht, wahrscheinlich aufgelöst wird. Von daher bei Marc Uth würde ich den auch verkaufen. Nick Tategay und Schuler würde ich entweder in die zweite Mannschaft zurückversetzen oder halt auch verkaufen. Beide haben keinerlei Mehrwert für Schalke. Ich bin jetzt mal so die Marktwerte durchgegangen, was sie auf Transfermarkt haben. Da wäre eine Summe von 100,9 Millionen wäre da rausgekommen. Ich glaube nicht, dass wir so eine Summe mit den Spielern verdienen werden, aber so eine Mittel bis, ja, so eine Summe zwischen 50 und 100 Millionen wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich denke mal schon, dass man für so einen Spieler wie Kabak über 20 Millionen kriegt. Das ist, steht ja auch so im Raum in den Medien. Und ein Spieler wie Serdar ist ja auch in einem ähnlichen Bereich. Harit auch zweistellig. Da kommt man schon über 50 Millionen. Und ja, was auch sehr, sehr wichtig ist, ist natürlich das Gehalt, was da eingespart wird. Ich denke da an Spieler wie Fährmann, der Topverdiener ist, wahrscheinlich über 5 Millionen verdient. Nastasic über 4 Millionen verdient. Dann ein Bentaleb auch 5 Millionen verdient. Harit weiß ich nicht nach der Vertragsverlängerung, aber Marc Uth wird auch sehr, sehr viel Geld verdienen. Von daher sparst du dann auch noch mal die Gehälter ein. So, dann würde ich den Kader so planen, dass man kurzfristig das Ziel Klassenerhalt fährt, dass man da versucht, nochmal alles reinzuwerfen. Und deswegen würde ich da mit Laien arbeiten, plus schon langfristig auf jüngere Spieler zu setzen, die ja nochmal frischen Wind reinbringen, die nicht so diese ganze Negativspirale miterlebt haben auf Schalke, mit denen man auch in die zweite Liga gehen könnte und dann nochmal angreifen könnte. Und ich habe da noch einen ablösefreien Spieler und dann, das wäre dann Kolasinac, eine Laie im Winter. Das war ja schon mal im Sommer im Gespräch. Ich glaube, dass man das im Winter machen könnte, wenn Arsenal da auf ein bisschen Gehalt verzichtet, beziehungsweise da ein bisschen Gehalt mitträgt, wäre das, glaube ich, möglich, vor allen Dingen, wenn man da auch die Topverdiener abgibt. Dann eine Kenny-Laie, der hat in Everton kaum gespielt. Dann hätten wir zumindest mal auf der Außenverteidigerposition, wären wir da mal Bundesliga-tauglich aufgestellt. Und das würde sehr, sehr viel bewirken in unserer aktuellen Situation. Dann hätte man da den Zirkse. Zirkse von Bayern München als Stürmer ausleihen. Bella Kotschap habe ich hier als Innenverteidiger für 2,3 Millionen stehen. Ein sehr, sehr gutes Talent. Ich kann mir vorstellen, dass das ähnlich so ablaufen könnte wie damals unter Goretzka, den du aus Bochum geholt hast, als sehr, sehr talentierter Zweitligaspieler und der dann über die Jahre wirklich sich sehr, sehr prächtig entwickelt hat. Und den würde ich dann auch holen. Marktwert hat der 2,3 Millionen. Barkok von Frankfurt ist, glaube ich, ein Spieler, der dieses Loch von Serdar auffangen könnte, der da sehr, sehr gut spielen könnte. Ein sehr, sehr talentierter Spieler, der aber jetzt auch schon einige Jahre Bundesliga gespielt hat. Marktwert bei 2 Millionen bei transfermarkt.de. Özcan von Köln, so als aggressiver Spieler im Mittelfeld, würde ich auch nochmal dazu nehmen. 2,7 Millionen bei transfermarkt.de.
Hack aus Nürnberg, sehr, sehr guter Flügelspieler, der in der letzten Saison, aber auch in der jetzigen Saison sehr, sehr viele Scores geholt hat. 3,5 Millionen Marktwert. Osayi Samuel aus Queen's Park Rangers, 3,5 Millionen, hat auch, also ist sehr, sehr schnell, technisch stark, rechts außen und ist im letzten Vertragsjahr, spielt in der zweiten englischen Liga. Da könnte man auch mal ein Auge drauf werfen. Und ähnlich wie der Kruse das bei Union gemacht hat, wäre das jetzt für mich ein Fafan, den man so als alten Spieler holt, der von vielen wahrscheinlich schon abgeschrieben ist, der für mich auf jeden Fall eine Rolle als Kaderspieler einnehmen kann. Eventuell kann er nochmal an alte Tage anknüpfen. Ihn würde ich bis zum Sommer ein halbes Jahr unter Vertrag nehmen und dann mal schauen, was da geht. Ist im Moment ablösefrei zu haben und insgesamt würden dann die Spieler, die ich dazu hole, 14 Millionen Marktwert auf transfermarkt.de kosten. Ich denke mal, der ein oder andere wird mehr als diese transfermarkt.de Summe kosten, plus die Laien habe ich da noch nicht mit einberechnet. Ich komme da aber jetzt auf 14 Millionen. Lassen wir es mal 20 oder 25 Millionen werden. Dann bist du aber immer noch, wenn du, sage ich mal, für 75 Millionen dann die Spieler verkauft bekommst, bist du immer noch bei einem Plus von 50 Millionen, hast Gehalt gespart und bis für den Fall des Abstieges hast du ja nur ein paar Leihspieler gehabt, die du dann wieder abgeben kannst. Da bist du dann auch nicht so abhängig von Spielerverkäufen, weil du das Budget automatisch dann wieder frei bekommst von einem Kolasinac, Kenny, Zirkse, eh auch nur ein halbes Jahr ausgeliehen. Genau, das wäre dann meine Transferplanung jetzt nochmal im Winter, um nochmal Einfluss zu nehmen. Ich würde dann mit dem Kader versuchen, die Klasse zu halten, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du dann bei unserem Kader eine Außenverteidigung hast, die Bundesliga-Niveau hat und dann ein paar Spieler nochmal dazu nimmst, die nochmal mit einem anderen oder vom Kopf her noch frei sind, die da andere Ergebnisse gewöhnt sind, die nicht diesen Druck verspüren und die da nochmal frischen Wind mit reinbringen können. Ich meine, ich habe hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spieler dazugeholt. Also das wird schon auf jeden Fall mal die Kaderstruktur sehr verändern und wird da frischen Wind dazu bringen. Dazu haben wir ja im Kader noch einige Spieler, die dann, finde ich, sich wirklich 100% mit Schalke 04, die da 100% dahinter stehen und sehr, sehr viele Spieler, die noch sehr talentiert sind und da auf jeden Fall noch auf sich aufmerksam machen möchten. Und deswegen bin ich da mit so einer Planung, denke ich mal, würden wir sehr, sehr gut fahren und wäre für mich so eine Planung, um uns kurzfristig jetzt im Winter in bessere Bahnen zu lenken und langfristig bis mittelfristig uns im Sommer und dann darüber hinaus uns besser aufzustellen. Natürlich wird sich da einiges nicht von umsetzen lassen, das weiß ich auch. Da ist viel Wunschdenken mit bei. Aber grundsätzlich finde ich auch, dass man oftmals die Verantwortlichen da oftmals auch einfach nur in Schutz nimmt, weil die halt meiner Meinung nach auch einige Spieler falsch bewerten. Und ihr könnt ja jetzt sagen, ja, der Otschipka, den kriegst du nicht mehr verkauft oder so. Ich meine, der Spieler ist bei uns Stammspieler, war jahrelang Bundesligaspieler und ist auch sogar im letzten Spiel Kapitän gewesen. Von daher, der Spieler ist schon von den Verantwortlichen einfach anders, wird anders bewertet, als wir den sehen oder als ich den zumindest sehe. Der wird dann nämlich als Führungsspieler bewertet, ist auch im Mannschaftsrat und als Spieler, der unangefochten Stammspieler ist. Und ich glaube, wenn man den abgeben möchte, der wird auch nicht allzu viel verdienen, dann kriegst du den, glaube ich, auch verkauft als jahrelanger Bundesligaspieler. Und einige Spieler haben ja auch einen Markt, wie ein Ozan Kabak, wie Nastasic und so weiter und so fort, wo etliche Gerüchte sind. Und eventuell muss man halt ein bisschen weniger einnehmen, um die dann zu verkaufen. Ich denke da vielleicht an den Harit, wo du vielleicht nicht diese 16 Millionen bekommst, die da auf transfermarkt.de als Marktwert angegeben sind. Aber dann kriegst du vielleicht 10 Millionen und das wirst du auf jeden Fall schon für den Spieler bekommen. Ich meine, der war Rookie der Saison vor ein paar Jahren und hat ja auch eine gewisse Qualität. Da braucht man sich ja nicht drüber zu streiten. So, würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie du diese ganze Thematik siehst. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie deine Meinung zu meinem kleinen Vortrag, zu meiner kleinen,
Ja, meiner kleinen Analyse der Ist-Situation und der Vorschläge, dem Konzept, wie man das Ganze in bessere Bahnen lenken kann, wie du das siehst, würde mich mal interessieren, ob du andere Sachen verändern würdest, ob du andere Sachen anders siehst. Kannst mal dein Konzept in die Kommentare schreiben. Und ja, dann kannst du gerne den Kanal abonnieren. Kommen immer wieder solche Videos, werden kommen. Und Daumen nach oben geben, Video teilen, das hilft dem Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.